Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde, bei einer neuen Folge Let's Play History Crusader Kings 2 mit den Wikingern von Hallogaland. König Björn ist gestorben an einem Krebsleiden. Nun ist Erik der König von Hallogaland. Auch er ist ein heiliger Krieger, ein Anführer der schweren Infanterie. Er ist ein Berserker. Vernarbt, stolz, hinterlistig, zornig und faul. Außerdem ein törichter Krieger. Hört, hört, hört. Der Nachfolger ist sein Sohn Dan. Ich finde aber, wir werden Guthrum benennen. So. Ja, jetzt haben wir natürlich ein sehr großes Problem, denn Erik hat 1, 2, 3, 4 Söhne. Und das ist ein großes Problem, denn das bedeutet, dass es Erbteilung geben wird. Und das ganze Königreich zerfällt, wenn wir nicht bald unsere Herrschaft weiter stabilisieren. Aber als erstes werden wir mal einen neuen Rat benennen. Wir brauchen einen Kanzler. Wir könnten Sigtrygg nehmen. Haben aber eine schlechte... Ne, er hat eine schlechte Meinung über Erik. Ich denke, wir nehmen Frederik. Und dann können wir einen Marschall benennen. Und da werden wir Guthröðr nehmen. Der mag uns. Und das ist wichtig. So, da sollen wir hier Truppen ausheben. Dann brauchen wir einen Hofspitzel. 16. Güther. Konkubine von Erik oder wie? Oh, Erik hat zwei Konkubinen. Gyrith und Güther. Das ist ja auch spannend. Hjalmar ist ihr Sohn. Aber er ist nicht anerkannt. Und Güther hat aber keinen. Okay, also wir werden Güther... Was brauchen wir hier? Ein Hofspitzel. Ah, ich denke, dann nehmen wir hier Erik, den Guthi von Nidaros. Jawohl, der jetzt unser bester Freund ist und ein Seher. Sollen wir da Glorth nehmen? Die hat 100 Meinung von uns. Das ist ja verrückt. Bildung ist da wichtig. Wagen, der Wolf, hat 20. Er ist ehrgeizig, gerecht, lüstern, gierig, ein Meistertheologe und grausam. Ja. Wir nehmen ihn mal, weil er einfach besser drauf ist. So. Ich weiß gar nicht, müssen wir was bekehren? Nein, müssen wir nicht. Okay. Klerus beeinflussen kann er. Wir schicken mal nach Normadal. So, Hofspitzel, der soll Technologie studieren in Paris. Gut. So, niedere Titel können noch benannt werden. Einmal ist das der Hofarzt. Dann nehmen wir unseren Seherwagen. Dann einen Bannerträger. Da nehmen wir mal Stain, den Häuptling von Westisland. Drei Hirtmänner können wir benennen. Dann nehmen wir unseren Marschall, der ist wichtig für uns.
Unseren Seher, der ist wichtig für uns. Und ja, Erik. So, Befehlshaber haben wir momentan zwei Wagen. Der hat 10 und Frederik Colson. Der hat 17. Das ist gut. Den mit 10, den brauchen wir eigentlich. Ja, wir haben keine besseren, ne? Nehmen wir hier Siegtrück mit 10. Stein ist zwar Varäger, aber hat nur 7. Ich glaube, wir werden mal welche herberufen. Kostet 6 Gold, aber gut. So, Toke erscheint. Toke hat 13. Das ist auch nicht gut. Er ist ein Jäger, ein törichter Krieger. Nein, den haben wir nicht gemeint. Wir versuchen das nochmal. Oh, da erscheint. Oh, da hat 10. Das gibt's doch nicht. Gerecht. Faul, grausam. Ja, keine Ahnung. Wir werden den mal zum Befehlshaber machen, aber irgendwie so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Ja, der ist ja nicht verfügbar. Kämmerer. Stein. Ja, wir nehmen dann Stein noch. Aber das gefällt mir nicht so richtig. Da hatte doch Björn. Kommen wir denn jetzt mal zu dem hin? Björn, da Björn. Eindeutig bessere. Sehr viel bessere Befehlshaber. Schade, dass die jetzt weg sind. Sind sie an dem Hof von dem hier? Am Hof von Hafen. So ein Malivi, Siegtrück, Freya. Nee. Na gut. So, wir wollen jetzt erstmal den Krieg mit Cola beenden, bevor wir uns hier mit anderen Dingen herumschlagen. Ein neuer Erbe ist nun Guthrum. Sehr schön. Erik ist da. Nehmen wir den mal. Hallo? In dem Moment gibt es den nicht mehr. Auch nicht schlecht. Kubasar, was sind denn das? Hat Erik selber auch Söldner angeworben? Tatsächlich hier. Bulgarischer Trupp von Elemark. Der bringt ein paar Pferde mit, den können wir dann entlassen. Das heißt aber, die sind auch nicht mehr als Befehlshaber verfügbar. Dann nehmen wir hier Otter mal rein, aber vielleicht besser dahin. So. So machen wir das. Ab geht's. Unser Marshall hat einen massiven Andrang von Rekruten ausgelöst. Wunderbar. Wir bleiben hier stehen und warten auf die Kulana. Wie nennt man die? Kulaya? Kulana? Ich nenne sie Kulana. Also die Truppen von Newgul. Und wir stellen ihn hier im Wald zur Schlacht. Und diese Schlacht gewinnen wir ohne große Anstrengungen. Gütjaglos, Meinung hat sich verbessert. Schöne Sache. So, Verluste hat der Gegner 900, wir 370. Ausgezeichnet und weiter geht's. So, Nyulgu hat
Parush den Zweiten in den Krieg gerufen. Auch mit so einer Zwergenprovinz da. Mal gucken, wie viel Prestige hat der Typ. 700, das heißt, er kann auch nochmal bestimmt 3000 Mann uns bringen. Also gegen uns bringen. So, Hakon Ragnarsson soll den Kampffokus bekommen. Ach so, das ist der Sohn von Ragnar von Jorvik. Ja, verstehe. So, wir marschieren und marschieren. Gen Norden. Und wieder ein Morgen, an dem ich noch müder bin als am Abend zuvor. Mein unruhiger Verstand braucht etwas. Vielleicht sollte ich einige Zeit allein verbringen. Ist das jetzt seine Berserker? Zieht euch zurück. Nein, das vergeht wieder. So, und wir marschieren jetzt vor auf die Halbinsel von Kola. Ich trinke derweil einen Schluck Kaffee, keine Cola. Schlechter Wortwitz, ich weiß. So. Wir kommen jeden Augenblick an. Aber wir haben ja viel weniger Truppen. Wir warten mal auf die Armee von Susi. Und wenn der bei uns ist, dann werden wir zuschlagen. Da ist er, aber er bewegt sich. Wo ist er jetzt? Ist er jetzt hier hochmarschiert? Wir gehen da mal hin. Das Gelände ist da auf unserer Seite, denn Yulgu kommt später an. In der hügeligen Provinz kriegen wir einen Verteidigungsbonus. Ja, ich denke, dann müssen wir, stopp mal kurz, den befehlen, dass sie sich uns anschließen sollen. Wir werden ihm mal befehlen, ach nee, er ist hier bei uns. Sehe ihn nur nicht. So, es kommt in beiden Provinzen zur Schlacht. Kann auch irgendwie nicht sein, aber na gut. So, Erik, der gar nicht lesen kann, ist im Besitz von die Bekenntnisse von Sankt Augustinus gekommen, die das Leben und die Zeiten des Augustinus von Hippo ausführlich dokumentieren. Er war ein christlicher Theologe aus dem römischen Afrika, der vor vielen Jahrhunderten lebte. Das Studium dieses historischen Werkes könnte euch neue Erkenntnisse liefern, welche eure Bildung verbessern. Nein, denn wir können nicht lesen. So, nein, was tut er jetzt? Oh nein, warum ist Susi jetzt weggezogen? Halt. Er soll bitte sehr schnell mit all seinen Truppen hier zu unserer Armee kommen. Das ist ja wohl noch schöner. Jetzt sieh mal zu, dass du hier dazu marschierst. 25. November. Heute kommt er an. Kann er uns noch retten? Nee. Ja, ein großes Dankeschön an unseren Verbündeten, der einfach in der Gegend rumsteht und jetzt erst den Feind angreift, als wir uns zurückziehen müssen. Prima. Und jetzt bricht er den Angriff wieder ab und jetzt folgt er uns wahrscheinlich. Was er eben schon hätte tun sollen. Yulgu und Tul sind jetzt beide hier unterwegs und die marschieren jetzt hier runter mit 3000 Mann. Kinder, Kinder, Kinder. So, Ilva ist schwanger, schon wieder. Da ist sie. Muskulös ist sie, grausam, keusch und gierig und wohlgenährt.
Okay, wir werden 500 Prestige in die Hand nehmen und eine Stammesarmee rekrutieren. So, jetzt kommt Susi uns tatsächlich hinterher marschiert. Es ist doch unglaublich. So, warum die Stammesarmee? Weil wir auch immer noch im Krieg mit Kul dem Gerechten sind und weil wir gerne Nidaros zurückerobern wollen. Dänemark greift ihn gerade an und eine ganze Reihe anderer. Uiuiui, 2, 4, 6 Kriege. Ah je, ja, das geht jetzt verloren. Das ist natürlich alles sehr ärgerlich. Und jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. Das ist auch sehr ärgerlich. Oh Mann, verdammt. Was machen unsere Verbündeten da? Die laufen in der Gegend rum. Niederlage, ja, das war zu erwarten. Danke für diesen glorreichen Hinweis. So, Mantivas soll sich mal der muss sich nicht anschließen. Der soll bitte hingehen und die Provinz belagern. Das fände ich wirklich toll. So, wo marschieren die jetzt hier hin? Hier hoch. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt hier hoch und dann sammeln wir unsere Truppen und. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kommt es hier oben zur Schlacht? Nein. Mantivas dreht ab. Und noch ein Sohn für Erik. Thorfinn. Und eine Tochter, wieder Zwillinge. Nennen wir mal Thyra. Und teilweise gibt es hier Menschen, die noch keinen Bildungsschwerpunkt haben. Die Töchter sollen mal auf Intrige gehen. So, wir haben Anspruch gegen Hafen, das wissen wir ja. Rügenwald kriegt auch mal einen Fokus und wird von unserem Marschall ausgebildet, bitte. Was ist mit den anderen? Die haben auch alle keinen. Kind ausbilden. Jetzt mal unser Seher. Ach so, der ist noch gar nicht 6 Jahre alt. Der ist erst 3. Okay, dann können die also nur den Fokus kriegen und nicht noch nicht ausgebildet werden. Okay. So, mein heiler Wagen sorgt sich um meinen neugeborenen Sprössling. Thorfinn hat wirklich eine vergleichsweise schwache Konstitution. Wagen meint, dass er möglicherweise nicht mal ein Jahr alt wird. Wagen tut alles, um ihn zu heilen. Nein, so ist es. Nur die Starken überleben. Das passt ja zu Kindesaussetzung und dergleichen. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Was war das gerade für ein Gelächter? Normandal wird belagert. Heligoland wächst. Heligoland blüht auf. Als ihr eines Nachmittags auf der Jagd seid, begegnet ihr einem bärtigen Mann, gekleidet in einem einfachen Mantel eines Wanderers und einem
breitkrempigen Hut. Er grüßt euch höflich, verlangt nach einem Horn Met und erzählt euch dann von einem goldenen, vergessenen Brunnen ganz in der Nähe. Dann wandert er vor sich hin kicherend von dannen. Wir erinnern uns an eine solche Geschichte, denn König Ragnar der Schlachter hat mal seinen Sohn Hakon, der sein Seher war, nach einer solchen Begegnung losgeschickt, ein Artefakt zu finden. Und Hakon ist dann bei der Suche ermordet worden. So, Eirik selber ist aber ein heiliger Krieger. Das heißt, er wird wohl daran glauben, dass es Odin war. Ja, das bringt 50 Gold, 50 Prestige und die Eigenschaft religiöser Eiferer. Ihr treibt euer Pferd vorwärts dem Schatz des Gottes entgegen, gefolgt von euren treuen Jagdbegleitern. Auf geht's. So, religiöser Eiferer. So, Thorfinn ist gestorben. Ja. Das ist traurig, gehört aber zur mittelalterlichen skandinavischen Welt. Wir kriegen weitere Technologiepunkte. Und Volki. Volki von Rykja Fylki, unser Kämmerer, hat uns zu einer Verschwörung eingeladen, nämlich unsere Nichte Ylva zu töten. Wir pausieren das Spiel mal, nicht, dass hier noch was passiert. Oder schon wieder etwas passiert. Sie ist die Schwester und war die Schwester von Ragnar von Jorvik. Ist 32. Warum will er sie töten? Wissen wir das? Können wir das irgendwie sehen? Nehmen wir das hier bei den Intrigen. Erik unterstützt sie, Stain unterstützt sie. Wir werden die Verschwörung beenden. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir sie töten sollten. Und Volki sieht das aber ein und beendet die Verschwörung. Gut. So, die Armee hier von Kola marschiert hier unten rum. Versucht wahrscheinlich Normandal jetzt zu erobern. Nein, marschiert nach Halogaland. Wir marschieren in die Finnmark. Apropos Halogaland. Ich wollte doch das Königreich bearbeiten. Das hatte ich jedenfalls groß angekündigt und dann nicht gemacht. Halogaland. So, 0. Nein. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum das nicht funktioniert. Warte mal kurz. Ich glaube, meine Tastatur gibt den Geist auf. Ich dachte, ich hätte mir den Code jetzt gemerkt. Ja, sorry. Muss ich nochmal nachgucken. Außerdem muss ich wohl mal neue Batterien hier in meine kabellose Tastatur stecken. So, 125, die werden wir überrennen, das ist kein Problem. Und dann ab auf die Kola-Halbinsel.
Vielleicht schaffen wir es ja auch, das schneller einzunehmen als die hier. Halogaland. Belagern? Nein, da sind nur 64 Verteidiger drinnen. Schade. Aber vielleicht bringt das auch den Kriegsstand schon hoch genug. Noch einmal ein bisschen schneller, damit wir dahin marschieren können. Und wieder ein Morgen, an dem ich noch müder bin als am Abend zuvor. Nein, wir ziehen uns nicht zurück. Keine Zeit, wir müssten einen Krieg gewinnen. Eine Armee aus Norfolk steht hier in. Ist ja auch spannend. So. Verlobte können heiraten. Und zwar Swanhilde Bjørnsdóttir mit Ingolf Ulfing. Ja, das gehört ja seltsamerweise irgendwie zu Polen. Ingolf Ulfing. Sie ist attraktiv. Ja, okay. Akzeptieren auch die Heirat. Sehr gut. So. Jetzt mal schauen. Warte mal kurz, mit wem haben wir sie jetzt verheiratet? Ist die hier überhaupt irgendwo? Wird jetzt unseren Hof schon verlassen haben, schätze ich. Ich sehe auch gerade, dass wir diverse Gefangene haben. Naja, diverse drei. So, Swanhilde, die ist entstammt unserer Dynastie. Ah, sie ist auch eine. Ah, die Swanhilde, Tochter von Björn. Ja, okay. So, Ingolf, können wir. Er ist ein Ulfing, aber. Wir haben kein Bündnis deswegen, das verstehe ich jetzt nicht. Also kein Nicht-Angriffspakt, ein Bündnis können wir nicht schließen. Naja. Mal abwarten. So, großartig. Irgendein Schaumschläger hat hier eine große Statue nach seinem Abbild errichten lassen. Das war dann wohl Njulgu der Zweite. Sie niederzureißen und die Goldbeschichtung zu verkaufen, sollte ein paar Münzen einbringen. 50 Münzen. Großartig. So, wir haben auch Gefangene gemacht. Drei Stück. Sehr gut. Dann können wir hier den Frieden schließen. Und wir haben natürlich gewonnen. So. Jetzt ziehen wir unsere Truppen mal hier rüber und dann müssen wir mal überlegen, was wir jetzt mit dem Krieg gegen Kohl machen. Denke mal, der hat da immer noch so viele Truppen. Und andere Frage, werden wir jetzt Raffen angreifen oder nicht? Aber das entscheiden wir dann in der nächsten Folge. Liebe Freunde, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Le Petit Capot.